So, die AfD ist wie ein schönes durchgehangenes Steak, wie rotes Fleisch, natürlich aber durchgebraten oder wie eine gute Leberwurst. Man sollte nicht zu viel davon essen, dann wird es schädlich. Man kann es aber auch so ganz gut essen. Man muss halt eben so dran denken, in der Wurst kann so ziemlich alles verarbeitet sein vom Tier. Also nicht nur das reine Fleisch, sondern auch irgendwie Augen oder irgendwelche anderen ekligen Körperteile. Das letzte Mal, als Sie so eine Zitterbug-Boogie-Woogie-Bing-Bang-Nummer abgezogen haben, haben Sie Leute Körperteile verloren! Die man da lieber nicht drin haben will. Sprich, es gibt so eine Art rechteren Flügel. Den Höckeflügel von mir aus oder jemand anders. Also, wobei, so schlimm kontrovers ist es nun auch nicht, was der sagt. Aber es hat halt immer jetzt, Poggenburg geht jetzt weg, der gründet seine eigene wirklich rechtsradikale Partei. Insofern ist es halt eine Leberwurst mit weniger Schadstoffen. Das muss einem klar sein. Wenn man die Welt kriegt, dann eben auch das andere mit. Aber eben auch das, was einem erstmal ganz gut tut, was erstmal ganz nahrhaft ist, fantastisch schmeckt. Und was auch nicht gänzlich ungesund ist. Wie gesagt, nur die Dosis macht dann das Gift. Wer die grüne Welt kriegt dafür so eine widerliche, durchgegangene Sojawurst. Vor der Käsetheke kommt es kurze Zeit später zum Showdown. Und durch die verweiblicht man. Und da wachsen dann weibliche Titten. Dicke Titten. Wenn man zu viel scheiß Östrogene dann in sich aufnimmt. Muss man wissen, ob man das will. In Grün kriegt man die durchgeknallte Scheiß. Aber in geringerem Maße ist sowas natürlich besser als die Wurst. Oder als die Leberwurst. Als das rote Fleisch. Weil dafür mussten wenigstens keine Tiere leiden. Beziehungsweise, das ist natürlich durch und durch super fortschrittlich. Und der Natur gegenüber menschlich und alles. Ja, wobei verlogenerweise eben da auch sehr viel Wasser für verwendet wird, um das Zeug zu machen. Ich sage ja zu deutschem Wasser. Also ist auch das nicht ganz geeignet. Man muss sich entscheiden. Man wird sich entscheiden müssen, so oder so. Und ich kann nur allen sagen, die wählen, allen Mitwählern. Überlegt euch, was besser ist. Was ist besser? Was ist besser für unser Land? Was ist besser für euch? Und vor allen Dingen, wenn ihr Familien habt, wenn ihr nicht kinderlose, dumme, lebensunzufriedene, verbitterte alte Schabracken sind, die im Körper eines 32-jährigen, hippen Yuppie-Mädels stecken, das von seinen Eltern zu sehr verwöhnt wurde. Weil die Eltern wenigstens noch so Spießer waren, diesen Klimakiller, dieses Plag auf die Welt zu bringen. Man sollte sich das sehr gut überlegen, welche dieser Parteien dann besser ist. Was ist das kleinere Übel? Denn mit den Grünen wählt man zugleich noch den ganzen Altparteienblock. Mit diesem Sojascheiß wählt man zugleich Monokulturen und andere, auch nicht gerade so umweltfreundliche Dinge, die ebenfalls dafür sorgen, dass die Lebensgrundlagen anderer Leute in anderen Weltgegenden kaputt gemacht werden. Ähnlich wie bei diesen Chips in den Handys und so weiter. Sollte man immer hübsch im Hinterkopf behalten. Was ist einem lieber, wenn man noch eine Familie gründen will. Was ist dann besser? Und was ist zum Beispiel auch besser, wenn man in Zukunft noch eine geregelte Energieversorgung haben will? Geschützte Landesgrenzen. Eine souveräne Nation, die nicht aufgeht in irgendeinem Neosiedlungsgebiet wie Europa, dann ist dann so eine EUDSSR dann wird. Das muss man sich ganz gut überlegen, verschissen nochmal. Da würde ich wirklich mich nochmal hinsetzen und nochmal tief in mich gehen. Ob mir das lieber ist. Ob mir diese Globalisierungsscheiße lieber ist. Und ob ich so tun will, als sein mit ein paar Windrädern, mit ein paar hundert Millionen Windrädern, für die dann übrigens auch noch die letzten schönen Wälder teilweise gerodet werden müssen. Ob mir das lieber ist, entscheidet euch, Leute. Und ich kann nur sagen, nehmt lieber die Leberwurst, das sage ich als Vegetarier. Nicht als Veganer zum Glück. Meine Wenigstens kann man sich ja darüber bewusst sein und im Klaren sein, dass in der Leberwurst Scheiße drin steckt teilweise. Aber in der Sojawurst, in dieser kleinen Analogie hier, noch viel mehr Scheiße. Muss man sich echt fragen, ob der Planet gerettet ist, wenn nur noch eine verweiblichte, verweichlichte Scheißgeneration übrig bleibt, die alles haben will, aber nichts dafür tun will, die glaubt, die von anderen groß Verzicht verlangt und selber aber kein bisschen zurückstecken will mal. Groß auf Umweltschutz pocht, aber eben nicht dann mal eine Sekunde drüber nachdenkt. Nicht mal irgendwie diesen Horizont hat, so weit wenigstens zu denken, zu überlegen, woher dann die Scheißenergie kommen soll in Zukunft. Und wovon dieses Land leben soll. Das nun mal hauptsächlich auf Industrie, dessen Wohlstand immer hauptsächlich auf Industrie beruht. Was soll das werden hier? Soll das hier so ein verspäteter Morgentauplan werden hier? Alles zu einem Agrarland machen hier? Zu einem scheiß Agrarlandwirtschaftsstaat? Das ist aber nicht zukunftsfähig, verfickt nochmal. So, die richtig zukunftsfähigen Technologien werden längst woanders gemacht. Hauptsächlich in den USA und in Japan. Man bedenke das nochmal. Was ist besser, damit hier nicht Sodom und Gomorra ausbrechen? Wir haben es in der Hand, beispielsweise bei der Europawahl. Wir können diesen scheiß linken Besser-Wessis und elitären Schweinesäcken, die glauben, eine Welt ohne Nationen, ohne souveräne, funktionierende Systeme, die glauben, eine Welt, die sie auch, was die demokratischen Gegebenheiten betrifft, völlig entkernt haben und deren Freiheiten sie immer mehr einschränken. Ja? Zeigen wir denen mal, wie wir das finden. Überlegen wir uns gut vorher noch dabei, dass die Zukunft sein sollte. Ob das dann ein besserer Weg ist als ein Europa souveräner Nationen, ein Europa, das zwar eng zusammenarbeitet in vielen wichtigen
Bereichen, die halt ein einzelnes Land nicht abdecken kann, in denen dann ein Land nicht alleine klarkommen kann. Es gibt diese Dinge. Aber ich finde, man sollte das Konzept der Nation nicht gleich über den Haufen werfen und nicht gleich ad acta legen als sozusagen rückschrittlich potenziell faschistisch. Relikt aus grauer Vorzeit, das sollte man nicht tun. Und insbesondere Osteuropa wird da aus gutem Grund nicht mitmachen, denn die haben das schon mal erlebt, was das heißt. Die haben schon mal erlebt, was das heißt, wenn man in so einer großen Staatengemeinschaft sich praktisch in so einer Art UdSSR war, dass er damals praktisch auflöst. Oder dass sozusagen die sozialistischen Bruderländer sind. Wir wollen das alles nicht. Und wenn man vernünftig ist und wenn man noch irgendwie ein bisschen Restverstand hat und wenn man seine eigenen privaten Kreise und seine Strukturen erhalten will, seine relevanten Strukturen, um es mit Duschen Wegner wieder zu sagen, ist einfach ein gutes Wort dafür. Relevante Strukturen. Wenn man das alles erhalten will, Familie, Freundeskreis, wenn aber auch irgendwie eine Region, Land, ja, oder Dorf, Dorfgemeinschaft, was auch immer, oder Stadtteil oder so. Das sind ja auch Dinge, die ein bisschen zur Identität gehören, die die Identität auch festigen. Wollen die linken Messermenschen natürlich leugnen. Das ist ihnen nicht genehm. Und das ist übrigens auch alles andere als links. Weil patriotisch zu sein, ist nicht rechts und ist nicht mal konservativ unbedingt. Sondern früher gab es auch linke Patrioten. Zum Beispiel in der SPD, als die noch Politik gemacht hat, die irgendwie was wert war. Bevor sie alle ausgerastet sind. Es gab diese Zeiten. Das klingt jetzt heute verrückt, aber es gab sie. Und wenn wir es nicht verhindern, wenn wir es nicht effizient, effektiv und mit aller Klarheit verhindern, oder es wenigstens noch versuchen, solange wir überhaupt noch wählen können, solange wir es noch dürfen, denn unter Garantie, hundertprozentig, da können wir alle Gift draufnehmen, wird die Möglichkeit zu wählen, dieses demokratische, dieses urdemokratische, dieses wichtige Kernelement, wird dann entfernt werden. Selbstverständlich. Denn es ist den Herrschenden ein Dorn im Auge. Die wollen nicht, dass es Demokratie gibt. Die wollen nicht, dass die Menschen die Wahl haben. Denn dann sind sie nicht beherrschbar genug. Aber wie kann man diese Strukturen beenden? Natürlich, indem man sie diskreditiert. Indem man gegen die Gesetze verstößt, indem man die Gesetze permanent bricht. Indem man nur noch die Gesetzesbrechung zum Normalfall macht. Und alle, die daran was kritisieren, direkt in die rechte Ecke schiebt. Und zu Persona non grata erklärt. Wie ist es auch erreichbar? Natürlich, indem man dafür plädiert, alle Nationen zusammenwachsen zu lassen. Und den jungen Leuten, gerade diesen jungen beeinflussbaren Idioten von linker Seite vorrechnet oder vorgaukelt und vorlügt. Dass es doch das Beste sei, wenn es so eine Art weltweiten Sozialismus gäbe. Und dazu müsste man alle Staaten einfach zusammenschließen. Mit anderen Worten also, man müsste einen riesigen, tollen Sozialismus machen. Allerdings gäbe es in diesem Staat keinen Sozialstaat mehr. Denn es wäre allein strukturell, organisatorisch und auch finanziell nicht mehr machbar. Ich meine, wenn das diese Leutchen ausprobieren wollen, dann sollen sie sich doch irgendwie so einen kleinen Claim da abstecken. Dann sollen sie sich doch so einen kleinen Staat da bauen. Dann könnt ihr euer, was weiß ich, 150. Keine Ahnung, wie viele Experimente dieser Art es insgesamt auf der Welt gab, in der Menschheitsgeschichte. Aber eine Menge. Und es gibt immer noch einige, die laufen. Und sie laufen nicht besonders gut, ehrlich gesagt. Dann können sie das gerne nochmal durchspielen, das Experiment. Bis sie vielleicht irgendwann begreifen, nee, Sozialismus ist nicht gut. Und Demokratie ist dann doch irgendwie das Beste. Sei sie nun gekoppelt mit Kapitalismus oder halt auch nicht. Aber was sollen sie denn sonst machen? Eine sozialistische Planwirtschaft? Funktioniert der Scheiß? Ne? Hat irgendwie nicht so gut geklappt, ne? In der DDR, ne? Nach ziemlich genau 40 Jahren war da etwas der Wurm drin. Und die Elite hat es natürlich nicht wahrhaben wollen. Aber das ist jetzt eine Elite, die versucht, den Leuten zu erzählen, so nach dem Motto, ja, es ist besser, komm. Alle Nationen zusammenwachsen und Leute wie Soros und Co., die ihr ganzes Geld da hineinstecken, die Milliarden haben zur Verfügung, um was eigentlich zu erreichen? Was haben sie eigentlich davon, wenn die Menschheit so auf diese Weise künstlich und trotzdem sie extrem konfliktbeladen ist, auf diese Weise zusammenwächst und dann das totale Chaos langfristig ausbricht, weil ja dann nichts mehr machbar ist, dann ist ja nichts mehr mit Sozialstaat, dann ist nichts mehr mit irgendwie, dann gibt es Hungersnöte allenthalben, dann werden innerhalb der jeweiligen Staaten, beziehungsweise dann wird halt innerhalb dieses riesigen Superstaats, dieser eine Welt, innerhalb dessen werden dann wieder neue Grenzen aufgebaut werden müssen, neue Gebiete abgesteckt, weil der Mensch eben so ist. Genau das ist eben das, was notwendig wird dann. Dann müssen sich die reichsten, die elitären Leutchen dann wieder schützen. Und es muss natürlich einen Grund geben, warum die das diesen jungen Leuten vorgaukeln. Wahrscheinlich, weil die jungen Leute leicht beeinflussbar und dumm sind. Ausnahmen bestätigen hier die Regeln. Und weil sie verrückte, autistische, kleine Drecksblagen finden, die so krank sind, dass sie leicht einspannen können für ihre EP. Und allein das ist auch schon unglaublich verwerflich. Es ist einfach widerlich, jemand, die offensichtlich autistisch ist, Frau Thunberg, ja, die auch irgendwie
auf ihre Weise tump ist, die natürlich unheimlich intelligent ist, weil sie eine Inselbegabung hat, aber die auch irgendwie einen ganz gehörigen Dachschaden hat und dann den Leuten da sagt, ich will, dass ihr alle die Angst habt, die ich habe. Ja, aber warum hast du Angst? Weil du krank bist. Natürlich, du bist krank. Du hast eine Krankheit da und sie hat es tatsächlich geschafft. Und sie haben es geschafft, mit Hilfe dieser Person eine beispiellose Hysterie aufzubauen. Eine Hysteriewelle Fridays for Future. Jetzt wird dann öfter mal die Schule geschwänzt fürs Klima. Tja, herzlichen Glückwunsch. Wenn ihr es wirklich besser könnt, ihr jungen Leute, dann ihr Kinderchen. Ja? Kinder, niemals. Der naive Grönemeyer, Idiot. Wenn ihr wirklich meint, es besser zu können, dann versucht's. Und es wird krachend scheitern. So oder so. Ich bin's echt leid mit euch, Kinder. Echt. Ich habe Geduld gehabt, auch als Erwachsener gerade. Jetzt habe ich sie nicht mehr. Bin erschüttert von euch. Und deswegen wählen wir älteren Leute einfach auch AfD. Und diejenigen unter euch, die es tun, die sind irgendwie für ihr Alter besonders vernünftig. Ich bin auf meine alten Tage, die noch nicht so alt wiederum sind. Ich bin jetzt schon etwa auf der Hälfte, ja nicht ganz auf der Hälfte, aber ich bin natürlich in Lebenserwartung eines männlichen, weißen Europäers. You're fucking a white male! Eines Mitteleuropäers, eines Deutschen habe ich hinter mir. Da wird jetzt nicht mehr anderthalb Drittel können noch kommen sozusagen, aber es kommen nicht mehr zwei Drittel mit. Sollen sie Kinder an die Macht lassen? Kann nur Scheiße bei rauskommen. Kinder sind naiv und unbedarft. Kinder bevorzugen die Lösungen, die Linke den angeblichen Rechtspopulisten und den Konservativen überhaupt vorwerfen. Die einfachen Lösungen oder die scheinbar einfachen Lösungen. Der Unterschied ist zu den Lösungen, die Kinder dann suchen würden, dass die wirklich einfach sind, aber auch unglaublich naiv und unglaublich schädlich und unglaublich kurz gedacht. Wohingegen die scheinbar einfachen Lösungen der angeblichen Rechtspopulisten eben keine scheinbaren, sie sind nicht scheinbar, denn es sind machbare Lösungen. Man müsste sie eigentlich als machbare, einfache Lösungen, als gangbare, leichte Wege beschreiben. Wählt mit Bedacht, denn ich werde es auch tun. Und ich denke, ich werde die Leberwurst wählen. Denn die Leberwurst ist mir näher als die Tofuwurst. Natürlich, wie gesagt, bei den Grünen gibt es auch ein paar nette. Es gibt vielleicht auch da ein paar glückliche Familienmütter. Andererseits, was machen solche bei den Grünen? Gut, und was verstrahlte, komische Tussen wie Katrin Göring-Eckardt da machen, das ist jetzt nicht so ein großes Rätsel, dass es schier unlösbar ist. Die Linke übrigens ist ja auch so ein Scheißverein. Die Linke, die Grünen, Linke ist sowieso SED-Nachfolgerpartei, damit ist sie schon mal für mich mittlerweile unwählbar. Ich habe sie früher mal gewählt, das tut mir leid. Ich war aber auch früher noch ein bisschen verstrahlter. Und früher war die Not auch nicht so groß. Früher gab es im Grunde im Vergleich zu jetzt keinerlei Probleme, also habe ich die Linke gewählt. Die Linke wählt man immer, wenn man glaubt, dass es Probleme gibt. In Zeiten, in denen es keine wirklich ganz gravierenden Probleme gibt und in der schon eigentlich die Probleme noch lösbar erscheinen und auch sind, da kommt dann die Linke auch ins Spiel. Mit dann tatsächlich scheinbar einfachen Lösungen. Ich bin's leid. CDU und SPD als große GroKo ist sowieso schon klar, wo die ticken, wie die ticken mittlerweile. Ganz klar links, das weiß man ja. Das ist ekelerregend. Ich habe die CDU, früher habe ich die CDU gehasst, weil sie konservative Ansichten hatte. Das sind aber jetzt ungefähr die Ansichten, die ich habe, fast schon. Also nicht in allen Belangen und sämtlichen Bereichen, aber das würde zu weit führen, das jetzt aufzudröseln bis ins Kleinste. Aber jetzt hasse ich die CDU, weil sie links ist. Weil sie fast schon schmerzhaft links ist.